Weihnachtsfeier 2019. Nagelneue Maschine. Sie wurde nicht einmal benutzt. Kalender von 2020. Alles voll mit Fässern. Hier stecken sogar noch die Schlüssel. Jetzt geht's erstmal ans Arbeiten hier. Alles voll mit Bierflaschen. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich wieder mit dem Carsten unterwegs hier. Und ja, wir schauen uns ein altes Fabrikgelände an. Der Carsten war schon mal hier. Dort gibt es auch noch ein Bürogebäude. Da bin ich auch überlegen, ob ich einen zweiten Teil draus mache. Aber wir schauen uns, wir warten erstmal ab. Wir gehen jetzt erstmal zum Eingang hier. Tor steht offen. Und ich würde sagen, bleibt einfach dran. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, wir sind jetzt drin. Zack, pau. Und ab geht die Post hier. So, da hinten hängt eine Kamera. Ich schwenke euch mal rüber. Da drüben. Die ist aber irgendwie in eine ganz andere Richtung gerichtet. Genau. Also, ja, nichts. Wir müssen jetzt hier hoch. Hallo. Ist da einer oder was ist das? Nee, da ist der Schranke. Ach so, guck mal, sieht aus, wie einer steht. Da haben wir Büsche rein, ein Fenster. Ja, da. Das sieht aus wie Schwein. Das aus wie Scheiße. Das nach vorne. Ja, wir gucken uns erstmal hier. Hier alles an. Guck mal, da ist sogar ein Kulideckel offen. Oder? Nee, haben sie einfach so abgelegt. Hier stand doch immer Bauwatschaste, ne? Ja, so waren wir gleich. Oh. Was war das mal für ein Werk? Flansch haben die hergestellt. Flansch? Flansch. Flansch. Was für ein Flansch? Da ist auch eine Tür? Ja, aber die ist normalerweise auf die Tür. Hier? Komm. Dann die aufgelassen. Ah, danke schön. Die müsste auch sein. Dann haben die schon abgebrochen, das habe ich gemacht. Nee, ne? Hä? Was ist das denn? Ja, da sind wir rein. Also rein sind wir da und dann sind wir die Tür raus. Ja. Freunde. So. So, dann sage ich mal herzlich willkommen im Pausenraum. Wie sieht das denn hier aus? Haben sie aber jetzt schon mal her. Die kenne ich auch noch. PC-Card. Nicht so eine CD. Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier 2019. Und hier sind noch die alten Maschinen hier. Ich glaube, das ist eine Hobelbank. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Hä? Was war das? Carsten? Was hat denn da so gebrummt gerade? Warum geht denn die Nase?
Ui, ist das riesig hier, ey. Alter, Alter, Alter. Hier geht's runter. Hier standen irgendwelche Maschinen. Aber das ist schon gigantisch. Man riecht hier noch. Es riecht hier nach Öl. Extrem. Hier wurde irgendwas gezogen. Siehst du? Genau, diese von Drehbänke, dieser. Ja. Und da geht da hinten rum, da hinten, da. Das war vorher nicht. Ja, das sieht ganz frisch aus. Alles, da hinten auch, alles zerflippt, also ja. Das war nicht. Das sieht ganz frisch aus. Hier, guck mal. Da ist sogar noch eine Leiter, ey. Fußball, ja. Frisch. Ja. Die sind doch von heute. Ja. Kann sein, dass wir nicht alleine sind, Freunde. Leiter steht da. Die sind noch hier, auch voll bei der Arbeit. Wir werden es sehen, Freunde. Es kann sein, dass sie gerade Pause haben. Wahrscheinlich. Guckt euch das mal an, die haben hier alles auseinandergerupft. Die haben hier alles rausgeholt. Und hier ist, guck mal, der ganze Werkzeug ist noch hier. Tatsache, wir sind hier nicht alleine. Wir sind noch hier, oder kommen wir nochmal wieder, eins von beiden. Ja. Ja, wir wissen nicht, sind sie freundlich oder sind sie unfreundlich. Ich sag mal so, wir sind ja freundlich. Du das? Wir waren auf dem Weg. Also das ist wirklich eine heiße Nummer, Freunde. Das ist hier überall die Kabel, alles frisch rausgerupft hier. Alles. Mal gucken, ob die Tür wenigstens aufgeht. Wenn man ist, dass wir auch abhauen können. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir haben einen Keil vorgemacht. Heißt. Weg. Geh nicht mehr auf. Okay. Hier haben wir Werkzeugschrank. Hier waren wahrscheinlich die Schrauben und Muttern. Aber hier steht ja einmal 1,5 mm und so weiter. Einmal 10 mm. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Kalender von 2020, Freunde. Also so lange steht das Ding hier nicht verlassen. Ach du, das geht ja noch weiter. Das ist gigantisch, Freunde. Schaut mal. Gigantisch. Hier stand auch irgendwas drauf. Verschlossen. So, haben wir meine Taschenlampe gewechselt, die haben sie auch zu. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir einen Fluchtweg finden. Ja, wenn wir gleich hier überrascht werden. Ja, haben wir Pech gehabt, ne? Aber ist das gigantisch, Freunde. Alter, Alter, er geht ja noch weiter. Kabel.
Da haben sie so reingeschweißt hier. Oh, interessant. Oder reingelötet, reingeschweißt. Ja, hier auch. Kabel. Ei. Das ist ja auch... Hier müssen nur riesengroße Maschinen gestanden haben. Aber diese Geräuschkulisse. Schon. Gucken wir uns den Klotz mal an hier. Ach du, Freunde, habt ihr das gehört? Eine nagelneue Maschine. Die wurde nicht einmal benutzt. Und guck mal, die konnte sich sogar drehen. Da unten das Zahnrad. Oder? Sieht so aus. Bloom Energy Ring. Aber was für ein Riesenbrocken. Hier wurde was. Guck mal. Das wurde hochgefahren. Sieht aus wie eine Brennkammer, oder? So wie es aussieht. Krasse. Guck mal. Seht ihr? Also das Ding, das konnte sich auch drehen. Ja, und nun steht das hier. Nagelneu, unbenutzt. Ach ja, mal doch. Was steht denn da drauf? 2016 wurde das Ding produziert. So, eine Treppe nach unten. Und eine Leiter nach oben, Freunde. Schon Wahnsinn. Abheben des, was steht da? Regenerator Deckels. Achso, der wurde angehoben hier. Was ein Deckel ist das. Okay, gehen wir mal wieder runter. Die Leiter ist ein bisschen wackelig. Ja, dann schauen wir uns das Ding noch mal von unten an. Das ist mega. Aber was wurde da drin erhitzt? Das ist die Frage. Aber vielleicht könnt ihr das mal unten in die Videokommentare schreiben. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Weil interessant ist es schon. Hier ist ein Gullideckel. Hier ist Grundwasser. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Carsten, du hast mich wieder hingeschleppt hier. Ey. Ja, das war schön. Hier steht auch irgendwas drauf. Nee, SEW. Okay. Ja, aber die Geräuschkulisse, die ist echt... Was ist denn hier? Hä? Das passt doch irgendwie nicht. Also ein kleines Büro. Kalender. Auch ebenfalls von 2020. Hier hat man sich hingesetzt. Also auf so ein Party-Dingens. Wir hatten 2019 125 Jubiläum. Ah, wahrscheinlich deswegen. Ja. Ah, die Uhr.
ist auch schon lange stehen geblieben. Ja. So, hier ist, gehe ich mal da vorne lang. Ich sehe sowieso, glaube ich, nichts mehr. Schauen wir trotzdem mal. Ich gehe ja immer wieder, ich gehe immer gerne außen rum und gucke mir das Ganze nochmal komplett an. Carsten läuft da hinten. Hier stand auch irgendwas. So, was haben wir da? Hier wurden Züge reingefahren. Hier sind nämlich Schienengleisen. Alter, was ist das denn? Krass. Was ist das denn für ein Gerät? Eine Digitalwaage. Aber die ist leider nicht mehr drin. Ja. Ja, hier haben wir auch wieder einen Kalender von 2020. Also ist das Ding hier seit 2020 verlassen, Freunde. Heiß interessant. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Jetzt gehe ich mal hier die Treppe hoch hier. Gucken wir uns das mal an hier. Sägebehälter. Was steht da? KF133 CSL Edelstahl. Ah ja. Hier haben wir eine Farbpalette. Farbkennzeichnung an Gebinden. Innerbetrieblich, Color. Ja und so weiter. Ja auch nochmal. Ja. Vielleicht wurde hier mal was lackiert oder so, instand gesetzt. Aber es hat schon was. Es ist auf jeden Fall gigantisch hier, Freunde. Haben wir hier noch einen Schaltschrank. Der sieht auch schon auseinandergerupft aus. Ja, wie ich schon gesagt hatte, hier muss wohl jetzt aktuell jemand gewesen sein. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich schwenke euch noch mal rüber. Schaut euch das mal an da. Das große Gerüst da. Eigentlich schon. Wahnsinn. Aber es ist interessant. Es gefällt mir. So, wo ist der Carsten? Ich gehe mal da vorne schauen. Hier Becken. Ei. Ei, 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 ei. Da stand auch irgendwas. Hier steht sogar noch was an der Mauer. Wenn ich da mal richtig gucke. Nee, doch nicht. Schon geschaut. Wo ist er denn da hin? Carsten! Da ist er. Da, hier war ich ja noch nicht drin. Ach du. Alles zerpflückt der. Ei. Alles offen schon. Krasse Scheiße. Freunde. Ey. Also die haben sich hier wirklich Zeit gelassen. Die haben hier wirklich alles auch auseinandergerupft hier. Hey, das ist alles um Geld zu machen. Selbst hier Kabelschächte hier unten. Das ist. Oh. Der steht aber unter Wasser, da geht er hinten weiter. Alles durchgeschraubt. Ne? Selbst die ganzen, alles durch, die ganzen Schrauben, die Mutter liegen da. Die haben alles von oben durchgeschraubt. Ja. Dass die keinen Schiss haben, wenn die mal eine, dass sie ein Gewicht kriegen, weil das sind ja, das ist ja Hochspannung hier. Weil die ist
Krank sind die Freunde. Also, du warst hier gewesen. Wann warst du hier? Vor wie vielen Tagen? Letzte Woche Donnerstag. 6 Tage. 6 Tage. Ja, und ihr seht, wie das jetzt ausschaut, Freunde. Wir haben hier wirklich bis hier das kleinste Detail auseinandergeschraubt. Das haben sie noch gelassen. Ersatzteile. Jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite. Boah, hast du mich jetzt erschreckt? Ey. Ach du. Hätte ich das nicht mal gemacht? Nee, auf keinen Fall. Trafohaus hier. Alter! Ey, die haben hier ganze Arbeit geleistet. Krasse Scheiße. Ey, die haben alles rausgenommen, alles. Hier stecken sogar noch die Schlüssel, Freunde. Eieiei. Aber schon. Ah, was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Das ist Wahnsinn, ne? So, Freunde. Jetzt geht's erstmal ans Arbeiten hier. Wisst ihr Bescheid? Unser neuer Mitarbeiter, der Carsten, und er steht schon da vorne und wartet schon auf seinen Job. Das hier ist dein heutiges Arbeitsgerät hier. Also du brauchst heute nicht viel machen, nur einfach diese Knöpfe bedienen heute. Dann wünsche ich dir eine frohe Schicht und bis zum nächsten Mal. So. Haut rein! Ja, Freunde, ein bisschen Spaß muss ja sein. Und aber ja. Hier waren sie noch nicht so weit dran. Da gehen sie noch dran. Ich glaube, die sind noch nicht fertig hier. Oh, was ist das denn? Ach, hier hing, ja, irgendwas hing hier oben dran, an so einem Kran hier. Und dann, ja, guck mal hier. Ja, das sieht aus wie Pech hier, schwarz. Das ist die Farbe, oder? Mhm. Ja, okay. Boah, das ist erschreckend. Kennt ihr das? Man erschreckt sich auf jeden Laut hier, Alter. Ist egal, wo man hier in Lost Place ist. Alter. Ja, hier geht's weiter. Freunde. Oh, das ist herrlich, ey. Mal die Maschine, ey, das geht hier noch weiter. Hier stehen noch die ganzen Fässer, Freunde. Wahrscheinlich die schwarze Flüssigkeit hier drin. Die sind noch voll, Freunde. Alles voll mit Fässern hier. Jetzt kommen wir wieder in die nächste Halle. Das erinnert mich irgendwie an so einen Tennisplatz, Tennishalle oder so. Aber da hinten steht eine Tür, Freunde. Toilette. Spektakuläres. Ach, schön. Ach, guck mal. Ha. Freunde, alles voll mit Bierflaschen.
Und denn hier Siggi. Der Siggi hatte sein Fach gehabt hier. Der Marco. Die haben da wahrscheinlich ihre ganzen Berichte. Und ja, das sieht aus wie so ein Pausenraum hier. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Alter. Ja, aber hier ist Ende. Ihr seht, hier ist nichts mehr. Ah, das ist wirklich gigantisch, Freunde. Ah, ich schenke euch nochmal da hinten rüber. Das kann man gar nicht so auf die Kamera aufnehmen. Also Bier habe ich schon kalt gestellt, steht im Kühlschrank. Ja, ich komme auch gleich. Ich habe gleich Schichtende und dann komme ich. So, Freunde, wir sind jetzt gerade durch die Tür. Diesmal ging die Tür offen, boah, da wird ganz schön schwarz da vorne. Das ist ein Trapo-Haus, da gehen wir nicht rein. Obwohl. Ja, wir gehen da rein, da steht extra Fußgänger, hier dürfen wir rein. Oder fast so eine Art. Ja. Das Ganze aber fast. Guck mal, Freunde, da steht fast dieselbe Maschine. Oder derselbe Kessel, sage ich jetzt mal. Ja, hier stand wohl auch mal was. Wenn du da runterfällst, dann frohes Mahlzeit, kommst du gar nicht mehr rauf. Warte, ne? Ja. Geht ganz schön tief runter. Ja, guck mal. Das ist hier fast dieselbe, die wir vorhin gesehen haben. Es riecht auch schon sehr extrem hier. Ja, da könnt ihr mal reingucken. Krasse. Ja, also Carsten sagt schon immer mit Pulverbeschichtung. Sieht man auch hier ganz deutlich. Das sind Granulat hier. Überall. Ah, hier drunter, ne? Ich geh mal runter. Schauen wir mal. Ja, genau dasselbe. Richtig. Hier könnt ihr nochmal sehen. Zahnrad, Zahnräder und das ist dieselbe Maschine. Okay. Muss man aufpassen, wo man hinläuft. Okay. Wir waren es auch schon dran. Lagerraum. Ja. Alter. Was ist denn hier passiert, ey? Oh, hier riecht das extrem. Bah. Okay, hier haben wir eine Küche. Ey, da muss ich raus. Bah. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Monitor. Hier ist noch ein Koffer. Akten. Da will ich jetzt mal nicht drauf eingehen. Aber wir gehen jetzt wieder runter. Auf jeden Fall gigantisch. Ja, Freunde, war auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Wie gesagt, der Carsten, der war ja schon mal hier. Und ja, ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Es war riesig vor allen Dingen auch. Und die Geräuschkulisse. Freunde, wir schauen jetzt noch den Bürotrakt an. Dazu gibt es einen zweiten Teil. Und ich sage jetzt erstmal hiermit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Lost Adventure Tom. Tschüss, haut rein.